Und hier haben wir das... haben wir ein größeres Stauproblem bekommen. Ein Grund mehr, uns wieder um den ÖPNV zu kümmern. So, jetzt sind wir dort. Wie kommen wir jetzt am günstigsten? So müssten wir hier am günstigsten verfahren. Nein, da. Über die Einbahnstraße in die Strecke hier rein. Hier einfahren. Ein schön düsteres Orange. Und hier bitte auch große Busse. Das müsste jetzt die Linie A3 sein. Nein, die A3 gab's schon. Das ist die A4. Machen wir das Fenster mal etwas größer. Und fangen wir wieder den Überblick an. Brauchen wir nicht lange um den heißen Brei drum rumreden. Hier kann ruhig noch ein Fahrzeug drauf. Hier genauso. Bringen wir hier mal immerhin 16 Fahrzeuge auf die Straße. Fitzfeld-Turner-Hauses. Schicken wir gleich mal 3 Fahrzeuge noch raus. Dann sollte das alles erledigt sein. Das sieht auch ganz okay aus. Hier bin ich auch etwas zufrieden. Müssen wir schauen. Komm. Bringen wir hier das 10. Fahrzeug raus. Und hier auch gleich 10 Fahrzeuge einstellen. A3. War mir schon irgendwo klar.
Linie 4. Hat auch einen größeren Fahrzeugbedarf. Wir werden uns um A3 und A4 noch ein wenig kümmern müssen. Hier sieht alles in Ordnung aus. Wir machen miese. Das bedeutet, liebe Bürgerinnen und Bürger, die Stadt ist leider gezwungen, die Steuersenkung rückgängig zu machen, aber wir sind ja mit 8% eigentlich relativ vernünftig gefahren. Sollte das Stadtwachstum weiterhin anhalten, sehen wir einer Möglichkeit ins Auge, diese Steuererhöhung rückgängig zu machen. Gut. Lass mal schauen. Hier sieht es relativ vernünftig aus. Aber neuntes Fahrzeug. Es kann zumindest nicht schaden. Auch wenn ich sehe, dass die Busse immer mehr die Straßen verschließen. Kann ich doch sehen, dass es immerhin mit dieser Methode relativ gut klappt, den Verkehr dennoch am Fließen zu halten. An den meisten Stellen. Es gibt einige Problemzonen, was wir ja schon in der letzten Folge deutlich gesehen hat. Und diese Problemzonen wachsen weiter an. Aber dagegen kann man Abhilfe schaffen. Ihr wollt mehr Bewohner, ihr wollt mehr Gewerbegebiete und ihr wollt ein bisschen mehr Arbeitsplätze. Könnt ihr bekommen. Könnt ihr bekommen. Warum, wenn ihr hier nach Arbeitern fragt, warum verlangt ihr dann, dass ich Arbeitsplätze schaffe? Das macht in etwa gar keinen Sinn, Freunde, aber na gut. Sollt erstmal euren Willen haben. Moloch darf ruhig noch ein bisschen wachsen. Was wir jetzt aber tun werden, um dem Problem Herr zu werden, das wir haben, mit den der Nachfrage an Gewerbe und Wohngebiet. Erstmal schauen wir, ob wir irgendwo größere Summen Gewinn erzielen, aber nein. Tatsächlich nicht. Was auch ein wenig verwunderlich gewesen wäre. Eine kleine weitere Budgetanpassung bei den Bussen.
Man sieht deutlich, sie steigen aus, warten auf den nächsten Bus oder warten auf die nächste U-Bahn. Wir sind unter 10% der Nutzer für den ÖPNV. Das ist natürlich schlecht. Weil das uns die Straßen verstopft, weil so mehr Fahrzeuge unterwegs sind. Aber okay, sollen sie. Da sehe ich Totenkopf, Bestattungswesen. Bestattungswesen ist eigentlich nicht das Problem. Die kommen da bloß nicht hin wahrscheinlich. Obwohl doch, jetzt ist der Totenkopf weg. Hippo Holdings, Gewerkschaft Rentmaster und Gewerkschaft Flashpound. Daraus machen wir doch einfach mal spaßeshalber die Knuddel AG. Etwas verrückteren Straßenteil in Klein-Amsterdam bauen. Da sind wir jetzt schon wieder bei über 32.000. Warum wir gerade so ein extrem Tiefriss hatten, keine Ahnung. Wir können die Steuern wieder runterschrauben. Aus Spaß mal die Steuern richtig hochreißen, werden wir auch noch tun. Wie sieht's aus? Strom haben wir Bedarf. Was haben wir hier? Solarkraftwerk. Was haben wir da? Aufwindsolartoren. 320. Nein, 240 Ausgangsleistung. 160 bis 112. Die sind konstante 240. Energiekrise nicht vorhanden. Ich sehe hier einen kleinen Fehler. Funktionieren muss. They are also composed of industrial plastics, polymers, and metals. We also know it's what's in the car that is more important than the car itself.
And that's why it can also carry up to 300 kilograms of human, animal or consumer goods. The climate control device brings the air temperature to 22 degrees Celsius. It's our way of making our cars comfortable for the majority of mammal species. In fact, it is a perfect vessel for transport from short to medium distances, and we believe that the price we are asking is a fair trade for the value transferred to the consumer. Sternberger, more than just an auto. Coffee, fuel of the modern economy. The age-old Italian tradition of burning beans and drinking the bitter bean juice. At Burn Bean Coffee, our environment is perfect for all of your work needs. There's no better place to be distracted than the Burn Bean Coffee Shop and Cafe. Our coffee technicians are trained to make a variety of coffees and sugary coffee-themed drinks just as you like it, all while generally making more noise than anyone could reasonably ignore. So drink and let the productivity flow. Sippy sip, coffee fans. Burn Bean Coffee. Get it while it's hot. Due to recent court actions, we are required to warn against drinking hot coffee. You're listening to Shoreline Radio with me, your host, Carolyn Shine. Words of wisdom for the day. Always think about what you're doing before you do it. And then once you're done, don't even worry about it. Don't get that backwards, all right? Here's another one, just for you. Sehr schön. Bankenabdeckung gefällt mir. Denn die ist grün. Nur hier unten nicht. Ich glaube, hier unten sollte es der Bankenwolkenkratzer tun. Auch wenn der relativ teuer ist. Aber wir müssen leider warten. Es geht wieder aufwärts. Wir schauen wieder mal bei der U-Bahn vorbei. Die hat sich mittlerweile geregelt. Und hier ist keine Nachregelung vonnöten gewesen. Hier allerdings schon. Ui, 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 ui. Hier haben wir ein Problem. Hier müssen wir was tun. Und eine Menge Fahrzeuge rausbringen. Da war gerade eine U-Bahn. Und da war die nächste. Thank you.
einer über 1000 Mann besetzten Haltestelle. Das ist schon übertrieben. Da müssen Fahrzeuge raus. Müssen wir wieder ein bisschen warten. Der macht wieder in die nächste Richtung weg. Wir gehen hier mal auf 135% nach oben. Und dann regulieren wir noch um 1-2% das Gesamtbudget. Obwohl, mit 25 Fahrzeugen bin ich zufrieden. Und dann wieder doch nicht. Bleiben wir mal bei 140%. Es sind über 200 Busse auf unserem Straßennetz im Einsatz. Das gefällt mir. Da kommt die Feuerwehr. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo Probleme haben. Ja, da hinten haben wir ein Wasserproblem. Nichts, was sich nicht lösen lässt. Da scheint entweder ein Arbeiter- oder ein Kundenproblem zu sein. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Über ein Kapazitätsproblem haben wir nicht in der Beziehung. Das ist tatsächlich eher so eine zeitliche Frage. Hier können wir uns leider nichts für das jetzt anstehende Projekt holen.
alle drei Straßenabschnitte kommt. Möglichkeit für eine Straßenbahn hin. Nicht genug Geld für den Straßenbau. Mal wieder. Hier unten wird es nicht so ganz hinhauen wie geplant. Das sollte mich aber jetzt nicht abschrecken. Senkrecht gebauten Straßen werden alle Straßenbahnschienen enthalten. Das könnte ich durchaus. Chirper Crypto kaufen. Verkaufen. Verkaufen. Im Moment benötige ich das Geld.